Äh, lass mich das noch einmal auf seine Richtigkeit überprüfen, Alter. Ich frühstücke also mit einem Gartenzwerg, sagt Gonzo, als wir uns am nächsten Morgen in einer Sitzecke des Breakfast Pretzel gleich rechter Hand vom Mr. Motel niedergelassen haben. Ich bin Balder, der Gott des Lichtes, der Güte, der Reinheit, der Schönheit und zweiter Sohn des Odin. Balder sitzt eingezwängt in einer Ecke, wo ihn außer uns keiner essen sehen kann. Okay. Du bist ein Gartenzwerg mit Wahnvorstellungen. Reden wir nicht über Wahnvorstellungen. Ich schaue mich um. Ich bin mir sicher, dass uns alle beobachten: Den nervösen Teenager, den spleenigen Knirps und den sprechenden Gartenzwerg. Aber nein. Die Leute sind einfach nur mit ihren eigenen Dingen beschäftigt und ihrem Corned Beef mit Eiern. Baldas Augen verengen sich zu Schlitzen. Du glaubst mir nicht. Äh, lass mich mal überlegen. »Hm, nein!« hm. wie du hm. wünschst. Ich soll also beweisen, dass ich Balder bin.« Er nimmt ein Messer vom Tisch. »Bohr mir dieses kleine, aber ehrenwerte Schwert in den Leib.« äh, »Du willst, dass ich dich mit einem stumpfen Buttermesser ersteche?« »Ich möchte, dass du versuchst, mich zu töten.« mein Blut soll fließen wie der Fluss Leibter. Mann, ich bin gerade beim Essen. Keine Sorge, mir kann nichts geschehen. Das ist die Macht von Balder, dem Großen. Hör mal. Ohne Warnung stürzt sich Balder in das Messer in Gonzos Hand. Die Klinge verschwindet in seinem drallen Bauch. Ah. Ein paar Köpfe drehen sich in unsere Richtung. Mit meinem Körper schütze ich Balder vor Blicken. Würdet ihr euch bitte beruhigen? Balda zieht das Messer geschickt aus seiner Haut und legt es auf den Tisch. Es ist völlig sauber. Mann, du machst mich total wahnsinnig. Ich lege die Hand auf Baldas Bauch. Keine Wunde. Wie hast du das gemacht? Ich bin unsterblich. Wisst ihr, als ich noch jung war, hatte ich einen fürchterlichen Traum. Ich würde ermordet. Also reiste meine Mutter Frick in die Unterwelt und bat um Schutz für mich. Sie nahm jedem Wesen das Versprechen ab, mich nicht zu töten. Alle schworen einen Eid darauf. Außer der winzige Mistelzweig, der zu jung war, um ein solches Versprechen zu geben. Auf diese Weise war ich geschützt. Ich erinnere mich schwach daran, dass meine Mom mir diese Geschichte erzählt hat. Wie mir scheint, ging sie ein bisschen anders. Aber Einzelheiten habe ich vergessen. All diese Geschichten sind aus meinem Kopf verschwunden wie Dateien, die ich nicht mehr finden kann. Mom, wenn sie jetzt hier wäre, würde sie wegen Breakfast Pretzel Zustände kriegen. Vermutlich würde sie der armen Kellnerin sagen, dass man Breakfast nicht mit P schreiben sollte und dass sie damit zur Aushöhlung des Bildungssystems beitragen. Dinge wie diese sind mir an meiner Mom immer wieder peinlich. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich sie nicht anrufe. Wahrscheinlich dreht sie gerade durch. Ich bin gleich zurück. Ihr Jungs solltet euch einfach mal kennenlernen, eine Beziehung aufbauen.